Jupp, da bin ich also wieder. Mir ist gerade mal aufgefallen, dass hier so ein... Ist mir jetzt auch scheißegal, ob ich da Detective bin oder nicht. Dass hier so ein Leuchtetisch ist. Und diesen Leuchtetisch... Ein Verzauberungstisch. Ja, kriegen wir hin. Damit kann ich jetzt nämlich... Dinge lernen. Das habe ich, glaube ich, schon gelernt. Boah, was diese Axt alles kann, die ist so geil. Das ist unglaublich. Ja, ich wollte auf jeden Fall Dinge entzaubern. Das war es, was ich sagen wollte. Warum trage ich den eigentlich nicht? Ich Vollidiot. Naja, Dinge entzaubern, damit ich Tragenkapazität bekomme. Und jetzt habe ich wieder Tragenkapazität. Und jetzt, wo mir aufgefallen ist, dass ich den Ring nicht trage, werde ich ihn mir jetzt anziehen. Ring. Da ist er. Sneaking is better. Ja, das haben wir uns doch so erhofft. Sowas sieht voll scheiße aus, wenn es das Ork trägt, wollte ich nur mal gesagt haben. Das sieht auch nicht besser aus. Also auf jeden Fall so Stirnbänder allgemein gehen mal gar nicht. Restorations. Ja, das sind alles Dinge, die ich jetzt gerade mal voll nicht brauche. So. Ja, wenn das so ist, dann ist es halt so. Knochenmehl findet man eigentlich immer und überall ganz viel. Ich könnte mir vorstellen, dass da was drin ist. Und deswegen man teilweise beobachtet wird. Ist aber nicht gut. Ach so, da ist ja noch ein Hebel, den sollte ich vielleicht mal. Oh, das war dumm. Now look what you gotten yourself into. No worries, just sit tight. I'll find the release. What was that? It's time to die, Doc. We knew you'd be coming. What? Doesn't matter. He wears that armor, dies. Killing you will make for an excellent story. None of you will be alive. Da ist Mark. Hallo. WTF Gemetzel Action. Warum steht er da noch rum? Der sollte eigentlich relativ hinüber. Ach so, der steht nicht mehr so ganz. I hope I didn't scare you. Doch hast du. Eigentlich bin ich ja schon voll informiert, weil ich ja letztes Mal schon in der Crew war. Oh no, only the Circle have the beast blood. Prove your honor to be a companion. Eyes on the prey, not the horizon. We should keep moving. Still the Draugr to worry about. Ja, darf ich hier vielleicht erst noch ein bisschen Leichen flattern? Das wäre total aufmerksam. Ich kann nicht verstehen, wie man Silberschwerter machen kann. Ja, effektiv gegen Untote. Aber ihr wisst schon, dass Silber einfach mal extrem weich ist und deswegen übelst nicht zum Waffenschmieden geeignet ist, oder? Ihr Nutten. Ich will jetzt nicht mit Farkas reden. Ich will hier, Mister... Ich knie hier rum und habe noch 33 Gold bei mir. Looten will ich den... Ich will jetzt auch nicht mit Farkas reden. Ich will jetzt einfach. We should keep moving. Until next time. Wie auch immer.
Ach, du bist so inkompetent, Farkas. Das ist unglaublich. Es ist besser, dass du ein Werwolf bist. Oh, das war dumm, nach hinten zu gehen. Zum Glück spiele ich auf sehr einfach, dann passiert mir nichts. So. Ach so, ja, Leichenfleddern, wo ich gerade davon sprach, ne? Könnte ich natürlich hier auch mal machen. Nein. Gut, hinter der Tür ist wohl nichts, oder? Nö. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Spast. So, hier noch was? Nein. Jupp, jupp. Also nicht, dass ich das gebrauchen könnte, man kann es teuer verkaufen und ich finde es immer ein gutes Argument, sowas mitzunehmen. Ah, das wiegt mir einfach zu viel. Ist das auch wieder so einfach? Na, nicht ganz. Falsche Richtung. Richtige Richtung. Und R. So. Eigentlich sollte hier nichts mehr rauskommen. Hab ich den gerade. Oh ja, das war der. Was ist mir da passiert? Na, ich bin vielleicht ein bisschen nervös. Warum kann ich das nicht umlaufen? Oh, ist da eine Kiste? Cool. Die ist voll mastermäßig, die Kiste. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wie viel Neigung ich da ungefähr hatte. Okay, aber diesmal mache ich es bis auf den Knopf, jetzt mache ich es ein bisschen drunter, das ist wohl falsch. Yes, sehr schön. Height Braces of Major Sure Grip. Was ist denn das bitte für eine geile Objektbeschreibung? Ach Gott. Naja, auf jeden Fall ist es teuer. Ja, hallo, Mr. Farkas. Ach so, hier ist ja noch... Oh, hier ist ja ein Ausgang. Awesome. Ja, ich sollte vielleicht meine Umgebung ein bisschen aufmerksam betrachten. Hier liegen Eier rum. Hm, klar. So... Hier irgendwas, was ich erschießen müssen könnte? Nö. Ja, man darf hier auch nichts liegen lassen. Ich pack das alles ein. Gnadenlos. Eure Urnen plündere ich auch.
Warum sind da keine Feinde? Gönnt mir jemand den Spaß nicht. Das glaube ich langsam wirklich. Hier ist ja gar nichts los. Hallo, könntest du eventuell noch so... naja, leben jetzt nicht, aber halt untot sein, ne? So... Richtig, hack nochmal schön drauf. Ich hatte zwar übelst das Gefühl, dass ich gerade Fahrgast den Pfeil irgendwie den Hals geschossen habe, aber egal. So, nehmen wir mit. Könnte interessant zu lesen sein. Ich habe gerade so ein Klopf, Klopf, Klopf gehört. Das deutet eigentlich in der Regel auf Draugr hin, die sich gegen die Schilde klopfen. Oh scheiße, ich glaube, ich sollte mal wieder Pause machen. Toll, dabei bin ich jetzt gerade vollratig auf Spielen. Naja. Ach, ich habe ja noch Kapazität ohne Ende. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt hier nochmal die Tür auf. Gucke. Ja. Gut, und bevor ich diesen idyllischen, innenhofartigen Raum hier tiefer... Also bevor ich da tiefer reingehe und den näher untersuche, werde ich jetzt mal wieder Pause machen.